Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Divine Journey. An meiner Seite ist der Voto-LP. Ja, was wir heute machen, das erklärt euch der Voto für sich, was er heute macht. Ich zeige euch gleich danach noch, was ich so gemacht habe in der Zeit, wo wir offscreen waren. Und da werde ich erstmal dran weiterarbeiten, noch ein bisschen, noch ein paar Item-Conduits legen und sowas. Oh. Ja. Ja, ich hatte vor, die QED zu bauen, weil ich gerne mit Magical Crops anfangen möchte. Cool. Jetzt bring mich halt aus dem Konzept. Mach ich doch gar nicht. Hallo? Wenn man hier guckt, jetzt Magical Crops, der erste Seed. Ich sehe hier keine. Brauche ich die QED, um die Essenzen mit dem Samen zu verbinden? Ach so. Und dafür habe ich mir was überlegt, wie ich an Shiny Metal rankomme für Sendereum. Und wir werden drei Maschinen heute bauen von Thermal Dynamics oder Expansion. Expansion. Erstens Pension, meine ich. ein Induktionsschmelzer, einen Magmatigel und einen Fluid Transposer. In jedem werde ich Invar benötigen. Versenktes Glas. Ja, okay, da ist ja gut, dass du hier schon so Dinger vorbereitest. Was bereite ich denn vor? Die versenkten Ziegel, die sind jetzt mir. Nein! Ein Block of Was? Iron und Redstone. Hast du noch ein Redstone für mich? Danke für zwei. Ich hätte nur einen gebraucht. Ja, jetzt mal kurz gucken. Ich brauche hier diesen normalen Rahmen. Das sind 5 Glas pro Ding. Das sind 20 Glas. Ich brauche 3 Maschinen, heißt 60 Glas. 60 Glas. Und Nice, dann noch ein bisschen nice. Sand. Hier ist noch Sandstein. Ah, verdammt. Carpenter nass. Womit machst du denn eigentlich den Strom? Ach so, wie so ein Kohlegenerator. Ja, mit dem Kohlegenerator, mein Freund. Das nicht toll? Es ist nur gerade eine Umstellungssache, weil ich gewohnt war, die Kisten waren hier in dem Raum gestellt und jetzt sind sie hier hinten versteckt worden. Ja, das habe ich offscreen ein bisschen Kurz verschönert. verschoben. Ja. Ich verschönere sogar noch weiter. Ja, haben wir irgendwo in der Nähe eine Wüste, weißt du das? Nee, da fragst du den Falschen. Aber haben wir hier noch irgendwo das Glowstone? Ich muss mal kurz gucken, wo. Ah, guck mal, da ist sogar eins. Das ist gut. Das kommt hier raus. Der kommt hier Ah, rein. okay, nee, ich warte lieber, ich habe keine Lust mehr. Worauf wartest du denn? Bis Bruchstein zu Sand gemacht wird. Weil ich krieg gerade Tür raus, kriege ich eine Flasche an den Kopf und die Hexe sagt, nee, du gehst nicht raus. Oh, okay. Wo hab ich denn... Da. Jetzt Kommt krepiere hier. ich halber wegen der Hexe. So, und jetzt zeige ich euch, wofür meine Item-Conduits sind, was ich schon vorbereitet habe. Denn du kannst hinten überall bitte auf Output demnächst dann stellen, falls du die nächsten Sachen anschließt. Okay. Oh, verdammt, doch ist. Denn rausnehmen kannst du dir die Sachen dann hier, ne? Also ist wieder so ein Tresor. Ja. Finde ich die schönste Lösung immer. Ja. So, Zinnzahnrad. Brauchen wir Zinn? Auch wenn das gerade optisch ein bisschen doof aussieht, geht nicht. Wir haben ja eh kein Holz da drin. Machen wir erstmal das hier. Kommen hier noch Item Conduits dran? Das habe ich jetzt, brauche ich nur das Glas. So.
Effekt eures Active. Genau das hier. Eures Active. Vier Glas noch. Und die Sachen kommen hier an. Sehr schön. Ja, und ich habe gerade mein Glas gesucht, das nicht mehr im Pulverisierer war. Den Jeta können wir den machen. Das. Tractor Steel haben wir ja noch. Cobblestone 4, Iron Gear kriegen wir auch hin. Stöcker. Dann werde ich jetzt aber erstmal mich Richtung Induktionsschmelzer machen. Stöcker werden wir doch hier auch noch irgendwo haben. Wo? Dann noch zwei. Machen wir uns hier draus halt. Daraus. Ah, kannst du mir mal ein Eisenzahnrad mal eben machen? Nee, warte mal. Doch, ein Eisenzahnrad. Hab ich. Danke. Komm sofort. Und ich hole mal von draußen die Crafting-Station rein, ne? So. Danke. Na gut. Und die tue ich jetzt mal da in die Ecke, dann können wir beide immer arbeiten, weißt du? Ja. Das. Da. Induktion. Goldzahnrad sollte heute auch kein Problem mehr sein. Gold haben wir jetzt eine Menge. Zack. Zack. Ups. Zack. Zack. Und wir haben einen Jeta-Schlüssel, ne? Yippie. Einfach mal so, dass wir hier die Sachen auch kappen können, hat keine Kreisläufe da entstehen. Tue ich immer hier ins Regal. Okay. Jo. Hat sich hier schon Inva gebildet. Doch schon mal was. Ja, jetzt komme ich an den Punkt, wo ich eigentlich nicht hin möchte. Und der wäre? Das inferöse Erz, was ich gefarmt habe für die Verarbeitung, brauche ich fast für das Inver. Okay. Wenn man mit diesen kleinen Glasbottles arbeitet, ne? Glasfläschchen, ne? Da passt ja auch immer ein Eimer rein, ne? Ich meine ja. Kann man damit auch dieses für Immersive das Holz herstellen? Ja. Sehr schön. Aber lässt sich genauso 16-weise nur stacken wie... Einmal lassen sich nämlich gar nicht stacken. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja, gut. Weil... Wäre jetzt auch ein bisschen Glas her. Mir geht es jetzt darum, dass ich hier nochmal 32... Schmeiß, die wird dann zu Koks, die hält dann den Furnace länger auf Trab. Weißt du? Ja. Und wir stellen noch mehr Kreosol her, deswegen werde ich jetzt ein paar Glasfläschchen herstellen. Dann kommen die da auch das schon mal raus. Der Eimer, die Inverzahnräder und das. So, der Induktion wow, darf ja auch mal lustig. Hin. Rückseite. Euer Output. Ob das klappt. Ja, sehr gut. Jetzt sogar. Ja, zieht raus, gut. Otto. Der Koks, der jetzt hier rauskommt, der wird direkt in den Ofen geleitet.
Ja, fällt mir gerade das Lied ein, Mama hat meine Mann mit Koks bestellt. Ach, guck mal, und jetzt können wir auch schon direkt die Dings benutzen. Die was? Die Färbemaschine. Dann kann ich den Block da ändern. Ja. Fluid Transpose, das sind Kupferzahnräder, das ist das auch einfachste von einfachsten. Wie ging das denn nochmal hier? Ist da was geändert? 8 Conduit Binder habe ich. Direkt welche fertig? Das? Ach nee, ich brauche ja erstmal Glas. Wo ist es denn jetzt? Ich habe auch ein bisschen reingeschmissen. Ein paar Glas musst du mir lassen, ne? Okay, wie viel? So, dass ich schon ein paar Fläschchen fertig machen kann. Ja, ist ja weiter am Bauen hier. Ja, ich weiß, wo es gerade dran scheitert. Schmeißen wir mal 16 davon rein, das sollte mehr als genug sein. Das Inver kann auch abgepumpt werden. Und die kommt da oben rein und schon sieht man nicht mehr, dass da ein Kabel war. Boah. Ja, das ist ja nur die provisorisch, bis wir, obwohl, die Maschinen können wir hier oben für uns lassen. Und unten den Raum, den ich ja so nebenbei weiterbaue, da kann ja die Maschinen, die fürs Autocrafting irgendwann kommen. Ja, und ich habe mir auch überlegt, hier, na, können wir das im E-Terminal reinsetzen. Ja, das ist alles noch in naher Zukunft. Das sollte ja vorher hier sein, aber dann haben wir das da und dann ist gut. Oder zwei könnte man dann auch machen, so. Dann mach doch gleich Optical Batterie. Ja, doch, waren ja auch an der einen Seite. Dann kann man in der Mitte das Pattern-Ding oder sowas machen. Ich hätte es so gemacht. Warum? Hä? Nein, das ist doof. Alles auf einer Höhe. Nein. Unser Crafting. Autocrafting. Pattern-Shop, also die, wo wir bestellen für Autocrafting. Die Pattern-Schablone. Und dann gab es ja auch noch die Schnittstellen-Schablone. Ja, dann kannst du da aber besser so machen. Mir ist es egal, wie rum. Ja, alles 88. Sie. Bruchstein schmilzt, ich brauche Versenkte. Sonst komme ich hier nicht weiter mit meiner Maschine. 20 Glasfläschchen steckt der. Aber ich kann ja mal gucken. Rotstahllegierung. Induktionsschmelzer. Silizium und Redstone. Rotstahl? Also Redstone-Stahl da. Redstone Alloy. Ja. Und passt es ja, dass ich. Redstone. Das ist ja gut, dass ich einen Induktionsschmelzer zuerst gebaut habe. Kannst du da rüber, hä? Den kannst du doch auch hier reinschmeißen. Ja. Ich mag die Thermal-Maschinen genauso gerne wie die IC2-Maschinen. Bender Aero ist cooler. Ja, mit den Puffern hast du recht, aber sonst ziehe ich die Thermal auch vor. Niemals! Okay. Niemals! Okay. Ja. Und fällt mir gerade ein, was dieses denn? Eine Kabel, was zum Rausziehen ist, kann ich ja aus diesem Magmatiegel ja wegmachen. Magmatiegel ja. Fluid Transposer hat die stumm bedingt. Ja, Fluid Transposer, der zieht dann das fertige Item dann in die Dings mit rein, in den Carpenter Safe. Kommt jetzt nur darauf an, wie rum du das machen willst. Links Magma, rechts Fluid.
Links Magma. Also über die Pulverisierer, ja, ne? Ja, genau. Gut, dann machen wir hier das Item-Conduit weg. So. Wie war denn der Eimer nochmal? Waren das nicht mit diesen komischen Druckplatten? Ja, ich glaube schon. Ja. Eimer, die Redstone-Spule, das, die Kupferzahnräder und was war noch? Das kann ich dir nicht sagen. Zwei Glas. Und der Transposer ist auch da. Jetzt brauche ich hier diesen Redstone-Block, habe ich. Blei, Elektrum und Blei-Zahnrad. Blei. Eins, zwei. Das sind jetzt zwei Zahnräder, die ich machen muss. Und Elektrum. Hat sich schon zufällig mal Elektrum gebildet? Nein. Dann lasse ich jetzt mal ganz zufällig bilden. Jetzt Elektrum her, oder was? Ja. Okay. Einmal hatten wir doch noch irgendwo hier auf Petoyata. Ah, ich muss demnächst wieder Lava holen gehen. Du machst mal kurz Pause, dass ich nichts von weiten Komponenten rausziehen kann. Das Elektrum Gear 1 oder waren es Barren? Es waren 4 Elektrumbarren, also keine Zahnräder. Ah, da ist Elektrum. Zwei. Drei. Und Nummer 4. Ja, der Maulwurf ist wieder unterwegs. Nicht wahr? Doch, doch. Ach, habe ich das Rezept schon wieder vertauscht. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Blei, Blei, Elektrum, Elektrum. Elektrum, Elektrum, Elektrum. Block of Redstone-Legierung. Bleizahnrad. Will der mich jetzt verarschen? Was denn? Ich teste mal was eben. Teste du mal was? Tester. Wenn er jetzt meckert wegen dem Barren, dann kann er mich mal. Ernsthaft. Der will Thermal Ingots und wenn ich ihm IC2 Ingots reingelegt habe, hat er rumgezickt. Oh. Das ist ärgerlich. Ja.
Vor allem, was sollen die normalen Leute machen, die nicht mal eben sich die anderen Barren geben können? Das ist schlecht programmiert hier. So sieht's ein bisschen schöner aus und man muss nicht in ein tiefes Loch gucken, um an die blöde Kiste ranzukommen, ne? Motive. Jetzt brauche ich nochmal zwei Invergier. Ja, okay, wenn du es nach oben boosten lässt, im Rohr. Wenn wir schon die Item-Conduits haben, jetzt muss man aber nicht kann man das auch machen. Muss man ja aber nicht verschwenden. Ich habe jetzt noch 5 und habe immer noch 12 Pulsating Iron Nuggets. Okay. Das heißt, da kriege ich noch ein bisschen was raus. Also Glas. Und wieder von den versenkten Barren. Ich brauche ja nur noch 4 Fenster davon. Rezept herstellen. 1, 2, 3, 4. Das war so rum. Die Platten außen rum. Zinsanrad. So. 2 davon. Da, 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 da. Acht Stück müssten erstmal reichen. Jetzt brauche ich Schnee. 2 Schneebälle habe ich ja zum Glück noch. Hat sich hier irgendwo noch Schnee versteckt? Gehen denn nochmal die für Wasser? White Clear Glass und Conduit Beiner. Hast du noch Clear Glass? Nee, ich habe normales Glas. Der ist umgechiselt oder was? Kurz drauf geklickt und gewechselt, aber irgendwo hier war mein Schüssel. Ich kann es dir gerne zurückändern. Ich brauche nur 6. Runiglas, ziemlich klares. Ist wieder drin. Och ne, hau ab, Hexe. Ja, dann baue ich jetzt gleich mal eben den Aquarius-Akkumulator. So, jetzt haben wir Blissstaub. Langsam komme ich dahin, wo ich hin will. Salpeter hat sich auch gebildet. Ist hier noch irgendwo Sand? Nein. Muss ich trotzdem jetzt nochmal Sandfarmen. Koppagier, Bucket. War da noch irgendwo ein Eimer übrig? Ich hab hier einen in der Hand. Kannst du haben? Oh, ne, ich hab hier 4. Hier sind noch. Ach, egal. Hier sind noch 4 Eimer drin. Okay. Cryotherum sind 2. Hier ist kein Redstone mehr drin. Cryotherum. Haben wir auch kein Eisen mehr? Ich habe noch 19. Ich bräuchte 2. Boah, kannst du mir nicht einfach mal so viel geben, wie ich brauche? Hatten wir schon Zinnobererz? Nee. Du hattest dir das Zinnober ja gerade selber hergestellt gehabt. Ja, aber... Okay, muss ich runter. Ja. Wir haben gleich unendlich Wasser, ne? Oh oh. Weil ich habe jetzt geschafft, den Schritt, wo ich immer hasse.
aus dem Zinnobererz das Zinnober zu entziehen. Oh, wir haben auch keine Invar-Barren mehr, ne? Wir waren noch mal Invar. Doch, ich habe 17 in der Tasche, aber ich bin gerade unten. Auf 4. Ich komme gleich hoch. Weißt du, ich könnte mir das auch herstellen, ne? Aber warte mal, geht das? So mehr als 4 brauchen. Nickel und 2 Eisen. Weil ich die Plugins. Weil ich die Plugins rausgenommen habe. Och nein! Ernsthaft? Was denn? Ah. Autosmet, leck mich am Arsch. Guck mal, was ich aus dem Quecksilber-Ohr rausgekriegt habe. Warte. Quecksilber, ja. Ich leg dir mal die Erze wieder hier rein. So. Den Quecksilber da reingeschmissen. Kann ich jetzt wieder so runter teleportieren? Nee. Dann nehme ich hier die Dunkelstahl mit. Auch, oder? Noch nicht. Ah. Mach ich gar nicht. Wie geht denn das? Goldnuggets. Glas, okay. Mit Glas. Nochmal geschmolzenes Sandy-Glas. Sandy-Glas ist 2 Glas mit 2 Sand. Okay. So, erinnert mich an irgendein Rezept, wo du bauen willst. Dieses Servo-Ding. Servo? Mich erinnert das Rezept mit Sandy Glass eher an das dunkle Glas von Extra Utility. Nee, das ist es nicht. Ein Zinnober habe ich. Ach, wenn ich gerade hier unten bin, nehme ich das Eisenerz wieder mit. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen verbraucht. Mehr brauchte ich dafür. Brauchen wir eigentlich Lapis? Stimmt, oder? Irgendwann immer. Dann wird's mal mitgenommen. Nimm mit, was wir haben, haben wir. Ja, so viel Platz habe ich aber nicht meistens. Ich bin ja hier unten eigentlich nur wegen dem Zinnober hin. Glaube ich auch nochmal, oder? So gehen, ja. Was? Zum Glück haben wir Dance Ores drauf. Den Eisen wieder. Schon wieder viel zu viel Scheiße im Inventar. Ah, hat jemand auch mal das Problem? Habe ich immer. Jetzt, wenn ich kein veröses Erz suche, finde ich es fast tonnenweise. Auch scheiße, ne?
Ja, ich kann es ja immer noch gebrauchen, aber es ist halt nervig. Woher kann man auch? Na, okay, die nehme ich immer mit. Nein. Scheiß Lava. Finde ich Diamanten, baue den, das letzte Diamanterz ab und es fällt runter. Hab noch ein paar retten können, aber ein oder zwei sind entweicht. Jetzt nochmal machen. Ein Zinnoberherz nur. Davon brauche ich welche. Mal kurz gucken. Ja, beste Höhe ist Level 6. Ja, da bin ich ja auf 30 definitiv zu hoch. Ernsthaft. Und ich habe wieder die falsche Spitzhacke genommen. Och nee. Wenn ich gleich Lava finde, schmeiße ich sie weg. Okay. Die macht es mir gerade nicht leichter, sondern eher schwerer. So, Spitzhacke. Gute Nacht. Weg bis isse. Von da kam ich schon. Da ist ein Skelett. War ein Skelett. Headset macht Piep-Piep. Oh, zwei Glas. Doch, dass dir zwei Glas fehlen. So habe ich die Skelette am liebsten. Drei Skelette befeiten sich alle gegenseitig und ich stehe da und staub nur ab. Und kriegt sogar noch einen Kopf geschenkt. Ich nehme auch mal Essenzbeere ein bisschen mit hoch. Kannst ja so viele Schneebälle herstellen, wie du willst. Wir haben unendlich Wasser. Okay. Glaube, das ändere ich noch. So, Mining Tour beendet. TP Red. Sonst finde ich hier nicht mehr raus.
Also, die Maschine, ja, die ist wunderschön. Hier, Fluid Transposer, Zinnoberz rein. Gucken wir mal, ob wir auch einen schönen Tank noch kriegen. Der Pulverisierer ist ja jetzt hier. Der darf das mal durchschauen. Vier Zinnober mit dem Ferrösenerz. Da kriegen wir unser Shiny raus. Ist die Schmelze leer? Ja. Weiß ich nicht. Zinn. Geht der Zinn denn? ist Silber. Ah, Schmelze Iron ausschütteln, das Bars. bleibt mal drin. Ja, Iron Bars. Iron Bars. Iron Bars. Iron Bars. Hier in war. Dann Ah, brauche ich ich den darf hier. mal silberfarben gehen. Block of Copper, 2 Copper, ein Lapis. Wenn Block der of Perlen. Copper, 2 Copper. Lapis und Glas. Lapis hatten wir doch irgendwo, ne? Müssten, wenn nicht, habe ich im Inventar. Hey. Hahaha. Ein blödes Lapis. Na komm, hier ist noch 2 Lapis-Erz. Trotzdem klein. Habe ich genug Lapis? Lapis. Lapis? Okay, dann komme ich heute doch nicht dahin, wo ich will. Weiß nicht, wo du hin willst. Dann werde ich zwischen den Folgen Endermänner jagen gehen. Oh. Wir hätten doch Wenn mal mir einen da einfällt. Dunkelstahl. So gehen. Ende. Es gibt so auch so ein Schwert. Stock und zwei davon. So. Kann ich was? Ich werde jetzt traurig. Warum wirst du denn jetzt traurig? Ich muss vor die Tür. Warum musst du denn vor die Tür? Ah ne, hier sind Holzbretter. Okay, ich bin doch nur traurig. Ich wollte jetzt nicht fighten. So. Beide. So. Das mache ich noch 2, 3 Minuten und dann können wir für heute mal Feierabend machen. Der Tank füllt sich. Der Tank füllt sich auch. Aber geil. Bist du gerade? Bisschen am Rumlaufen. So, weil ich fülle hier gerade einen Fluid Tank. Magst du mir noch einen machen für das überschüssige Cryotheum? Ja, muss ich gucken, ob wir noch so viele Sachen haben. Wenn nicht, baue ich Lapis habe wieder so ich. einen Osmium-Tank. Der geht ja auch. Nein, ich mach schon. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel da gerade reinpasst, ne? Ja, ich werde da keine 20.000 Eimer verstecken.
Ich würde da vielleicht ein, zwei Eimer, wo ich zu viel habe, mal reinpacken. Okay. Glas. Müssen wir kurz warten. Mal ein bisschen Sand durchbraten. Nee, mit euch Ogern will ich nicht kämpfen. Ich suche einen Enderman. Habt ihr den gesehen? 16.000 passen da rein. Das ist ein Tank von Ender-Eye auch. Perfekt. Hey Pferde, habt ihr einen Enderman gesehen? Er brüllt immer so komisch und hüpft rum. Dauert noch kurz, ne? Brauchte ich dann nochmal 4 Iron Bars, da muss ich mir neue machen. 4 Invar Barren. Ach, wie geil. 11 Kupfer. Durchs Rumlaufen habe ich einen Schwarzeichenwald gefunden. Sehr geil. Ich mag das Holz. 2 Endermen. Auf und davon. Enderman? Da bist du. Nicht wegrennen. Bleib hier. Komm her. Feige Sau teleportiert sich. Block, ein Glasblock habe ich sogar noch. Warum habe ich natürlich nicht genommen? Da ist es Surrounded Set doch manchmal gut. Weißt du, wo die herkommen? Ja. Nein, es wird Tag. Ich habe jetzt extra mal hier vorne diese über die Eismaschine habe ich den Endertank da gemacht, ne? Der Endertank befüllt halt die Eismaschine. Die Eismaschine müssen wir halt immer mit dem Hebel dann an- und ausmachen gleich. Ja. Ja, aber da können wir auch dann, wenn du so Wasser rausholen willst, kannst du das über den Tank machen zum Beispiel. Ja? Mit dem Eimer rechtsklick drauf und dann ist gut. Dein jetzt Tank habe ich dir mal, da wo das ME-Ding hinkommt, habe ich dir den mal hingestellt. Ist klar. So. Scheißtag. Ich könnte noch einen machen. Wo die Lava reinkommt, weißt du? Ja. Der Tag hat mir mein Enderman geklaut. Oh nein. Deswegen habe ich ja eben wieder auf Nacht gestellt, aber der ist trotzdem abgehauen. Ist das okay, dass die gerade nicht abpumpt, die Schmiede? Ist mir egal. Oder willst du gerade was machen? Ich würde da jetzt kompressten Kobbel auch wieder reintun. Ja, kannst oder du was? Machen. Ich wollte da eigentlich Enderium machen, aber es scheitert ja an den Enderperlen. Wie viel brauchst du denn? 4 Enderperlen pro Enderium. 2 sind eingeschmolzen. Eine habe ich noch gefarmt eben. Okay, dann lasse ich das mal durchlaufen jetzt. Das Enderium bis wir da neue haben. Ja, lass rauslaufen. Enderium bleibt ja eh drin. Ja, das ist Ender-Resonant. So. Läuft jetzt auch durch wieder. Gut. Wird schon wieder Tag. Ich überlege gerade. Ja. Was willst du mit dem überschüssigen Kresel machen? Also wie meinst du das jetzt? Dass ich das mal mir in einen tragbaren Tank reinpacke. Ja, tragbar ist der Tank. Dass ich dann auch mal wieder
Enderperlen drin schmelzen kann oder Redstone für das andere Zeug. Also das ist nur temporär als Zwischenlager. Ja, der steht da halt. Ne? Ist so ein Block halt, ne? Auch. Er fügt sich immer auch so ganz schön in die Wände ein, finde ich. Voll cool. Deswegen will ich den auch gleich für die Schmiede benutzen. Der Nemmen will mich doch verarschen. Ich kämpfe mit denen, der ist fast tot, teleportiert sich weg und tut so, als ob er nichts mit mir gemacht hätte. Ah, ist gestorben, da habe ich die zweite Perle. Ja, aber ich werde jetzt heimkommen. Okay. Wir sind schon fast bei 50 Minuten, das stelle ich gerade fest. Oh, jo. Dann machen wir dann eine überlange. Wie die erste. Ja, passiert mal. Ja. Werde ich auch noch ein bisschen umbauen. Ich freue mich schon wieder aufs Rendern, Hust, Hust. Aha. Und uploaden. Aha. Du sagst es. War, glaube ich, die Richtung. Dunkelstahl, wie war das nochmal? Eisen, Silikon und Obsidian, oder? Eisen, Silikon und Obsidian, ich meine ja. Aber es kann auch mit pulverisierter Kohle gewesen sein, Voto. Eisen, Obsidian und pulverisierte Kohle. Ja, stimmt, deswegen hatte ich ja auch so eine Kohlepuffer letztens. Wo ich die Kohle bei uns ja alles ja, ja. für mich benutzt habe. Ich habe nichts mehr zu essen. Okay. Dann mache ich hier diesen Garten leer. Ja, einen Kürbis kann ich nicht essen. Das aber, das. Kann ich auch von da dann machen. Brauche ich nochmal so einen Tank. Das. Glaubst du gar nicht, wie spaßig ist es, mit 3,5 Herzbalken rumzulaufen und 5 Hungerkeulen? Doch, das glaube ich dir, wie spaßig das ist. Kuhschubser. Yay! Kann ich den eigentlich auch dazu färben? Das? Nein. Packt euer Schiff. Oder machen wir da hinter ein Dings? Wenn man das nicht mehr sieht. Item. Cover. Conduit-Fassade, so. Das kann.
könnte der Baum sein, der bei uns im Norden steht. Oder? Nee, ich glaube, ich habe mich wieder verlaufen. Obwohl, der Zauberwald kommt mir bekannt vor. So, ist es der Wald? Oder laufe ich wieder nur unnötig im Kreis? Lavaquelle, Strohhaus, Riesengebüsch. Ja, gut, ich bin daheim. Oh oh, er schnauft. Ach, na, nicht so wichtig. Da steht der Tank, ne? Ja, schon mitbekommen. Mal da dran. Aber das möchte ich jetzt noch machen. Komme, was wolle. Silber und Zinn. Ach, verdammt, oh, ich wollte noch welche. Noch einer. Möchte jetzt zum Verrecken zum Ende der Folge wenigstens ein Enderium bauen. Dass sich das überhaupt heute gelohnt hat, was ich hier alles zusammengecraftet habe. Mhm. Wenn du demnächst Lava hast, ne? Mhm. Hier in den Tank. Da rein. Und wenn du Items schmelzen willst. Ja. Das muss ich mal eben hier kurz ändern auch. Hier in die Kiste erstmal. Da kommt auch so ein Item-Puffer noch hin. Okay. Oder eher so ein Tresor. Carpenter Safe mache ich da noch hin. Ja? Okay. Weil dann sieht das hier auch schöner aus. Ah. So. Ah, Nummer 1. Das möchte ich einmal ausprobieren, ob das geht. Nummer 3. Wir den denn da rein. So. Ja. Enderium haben wir jetzt. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauche ich 5 Enderium Barren. Also. Eile vorläufig. Vorläufig so. Er müsste auch fertig sein. Ja. Und da muss ich hier mit dran. So. Okay. Ich wäre wieder soweit. So und so. Hier. Ich auch.
Also, das war's für die heutige Folge erstmal wieder. Was das nächste Mal bei uns ansteht, da schauen wir mal. Ich denke mal, ich gucke, dass wir auch mal ein bisschen Lava besorgen oder so, ne? Ist ja da hinten ein Teich. Ja, genau. Werden wir schon mal was finden. Ja. Bisher finde ich gut, dass wir die Werkstatt hier jetzt mal ein bisschen aufgeräumt gekriegt haben, ne? Du dein Enderium herstellen kannst, ne? Ja, die QED ist fast zu greifen. Die Hälfte der Enderium sind da. Ja. Dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns für heute, ne? Ciao! Wiedersehen.